So, jetzt zeige ich euch mal den tollen Keksausstecher von Pembachev. Das ist hier so ein Handstück. Dann haben wir hier noch so ovale Plätzchen, die man ausstechen kann. Dann haben wir hier noch so wellenförmige, die man gut vielleicht für Maultaschen benutzen kann. Und ich habe hier einen Herzausstecher und genau den möchte ich euch jetzt zeigen. Wir können den Herzausstecher dann einfach hier in die Laschen reinklemmen. Ratzfatz ist er drin. Jetzt unseren Teig. Ich teile mir den einfach mal in zwei Hälften. Gut. Und dann nehme ich den tollen Teigroller her und roll ihn in alle Richtungen, die ich brauche. So, der Teig ist jetzt ausgerollt. Nicht gleichmäßig, aber darauf kommt es auch nicht an. Dann setze ich jetzt hier meinen Ausstecher an und gehe ohne Druck gehe ich hier drüber. Also ich muss euch noch sagen, ich habe keinen Ausstecherteig gemacht, sondern einen Spritzgebäckteig. Ja, ich weiß, das war sehr schlau, aber es funktioniert trotzdem. Es sind richtig tolle Herzen und die machen wir jetzt gleich auf unseren Zauberstein. So, ich zeige es euch nochmal. Einfach ganz leicht drüber rollen und das, was uns nicht gefällt, das machen wir einfach zur Seite, kneten es nachher nochmal zusammen und können dann nochmal ein paar schöne Herzchen formen.